die Regionalliga Südwest zurück aus ihrer zweiten Corona-Pause in diesem Jahr. Nach über 40 Tagen Stillstand rollt der Ball wieder in Deutschlands vierthöchster Spielklasse, unter anderem mit dem Duell des FSV Frankfurt gegen die zweite Mannschaft aus Hoffenheim. Die Gastgeber schielen als Tabellensechster mit einem Auge in Richtung der Tabellenspitze. Für die TSG geht's als Tabellensiebzehnter vorerst nur um den Klassenerhalt. Und für beide Teams ist diese Partie der Auftakt in eine volle fußballerische Woche. 3 Spiele in 7 Tagen, das vorweihnachtliche Programm nach dem Restart. Die Gastgeber im Vergleich zur 1:5 Testspielniederlage gegen Ligakonkurrent Steinbach heute auf gleich 5 Positionen verändert. Unter anderem neu dabei in der Startformation von Thomas Brendel, Steffen Straub. Über die linke Seite mit viel Platz und einer guten Idee für Mohamed Alavi. Und der hat das Auge für den mitgelaufenen Ihab Darwish. Nach 9 Minuten führt der FSV. Der 27-Jährige in der Knappenschmiede ausgebildet, trifft mit seinem zweiten Saisontor zur 1:0-Führung für die Frankfurter. Und Gästekeeper Daniel Klein macht nicht die beste Figur, lässt den Ball nach vorne abtropfen. Und für Darwish ist es dann ein leichtes. Führung geht allerdings in Ordnung, die Frankfurter das bessere Team und nach 23 Minuten dann auch mit 2:0 in Front. Arif Gütschlü am langen Pfosten mit seinem 5. Saisontor für die Frankfurter. Und das Tänzchen darf auch zur Corona-Zeit natürlich nicht fehlen. Die Gäste allerdings defensiv ein zweites Mal nicht auf der Höhe. Der 27-Jährige darf gleich gegen 5 Hoffenheimer unbedrängt einköpfen. Das ist unterm Strich dann auch zu einfach. Und der nächste haarsträubende Ballverlust im Aufbauspiel. Gut 40 Minuten durch. Ihr habt Darwish in die Mitte gegeben für Mohamed Alavi. Und der zum 3:0 nach 39 Minuten. Mit Alavi trifft der Wandervogel im Dress der Frankfurter. Für ihn ist der FSV der 7. Verein in 6 Jahren. Und in der Zeit hat er schon schwerere Treffer erzielt. Hoffenheim war in diesen ersten 45 Minuten in allen Belangen unterlegen. Das ist die beste Aktion der Gäste im ersten Durchgang. Meris Skenderovic scheitert am Aluminium. Und dann war nochmal Frankfurt dran. Nachspielzeit der ersten Hälfte läuft. Arif Gütschlü zum ersten und Arif Gütschlü zum zweiten. Das 4:0 noch vor der Pause. Der FSV spielte sich in einen Rausch und Hoffenheim kann einem leid tun. Frankfurt zeigt sich enorm effizient und Gütschlü macht genau da weiter, wo er vor der Pause aufgehört hat. Traf beim 3:0-Erfolg gegen den FK Pirmasens und auch heute schon wieder doppelt erfolgreich gewesen. Es ist das 6. Saisontor, das gleichzeitig den 4:0-Pausenstand markiert. Dann der Sprung in die zweiten 45 Minuten, in denen der FSV fürs Erste weiterhin am Drücker blieb. Alavi nach der Freistoßflanke gar mit der Möglichkeit auf 5:0 zu stellen, scheiterte jedoch an kleinem Gästekasten. Und die TSG im bisherigen Saisonverlauf auswärts eigentlich gut unterwegs gewesen. 3 der letzten 4 Partien auf fremdem Boden konnte man für sich entscheiden, davon war man heute weit entfernt. Mario Erb dann mal mit dem ersten gefährlichen Abschluss im zweiten Durchgang. Und Frankfurt schaltete 1-2 Gänge zurück, überließ den Hoffenheimern mehr Spielanteile und die wussten durchaus damit etwas anzufangen. 75 Minuten rum, Ball landet bei Chinedu Ekene, der lässt den ersten aussteigen und trifft immerhin zum 1:4 Anschlusstreffer. Nur Ergebniskorrektur oder ging noch was für die Gäste? Der 19-Jährige aus der Jugend von Bayer 04 Leverkusen nach Hoffenheim gekommen, sammelt jetzt in der zweiten Mannschaft Spielpraxis und dann soll es vielleicht auch irgendwann mal Richtung Bundesliga gehen. Davon ist der FSV Frankfurt aktuell noch weit entfernt. Die Zweitliga-Jahre liegen nun auch schon etwas in der Vergangenheit. Und trotzdem, der heutige Auftritt machte Lust auf mehr. Mohamed Alavi nach 78 Minuten nochmal mit dem Pfostenknaller verpasste die Vorentscheidung. Und so gab es weiterhin den Strohhalm, an den sich die TSG klammerte. Und sie bekamen im Folgenden die Möglichkeit, aus 11 Metern auf 2:4 zu stellen. Von Schröter legt Abdulkerim Chaka und der Gefaulte trat selbst an. 80. Minute, nur noch 2:4 aus Sicht der TSG. Ging noch was für den Nachwuchs der Hoffenheimer. Chaka verlädt, Endres schickt ihn in die entgegengesetzte Richtung und nun hieß das Mittel hoch, weit und lang nach vorne. Die finale Schlussoffensive der Gäste mit dem eingewechselten Shahin. Doch nichts war's mit der Aufholjagd. Frankfurt übersteht die letzten 10 Minuten unbeschadet. Und setzt dann selbst nochmal den Schlusspunkt auf diese denkwürdige Partie. Gütschli vorbei an Daniel Klein, hinein ins leere Tor.
Es ist sein dritter Treffer am heutigen Nachmittag, der gleichzeitig den 5:2 Endstand markiert. Der FSV Frankfurt besiegt die TSG aus Hoffenheim hochverdient und festigt damit den 6. Tabellenplatz. Bleibt weiterhin obendran im Geschäft rund um den Aufstieg und für Gastgebercoach Thomas Brendel war vor allem die richtig gute erste Hälfte ausschlaggebend. 4-0 zur Halbzeit. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal gehabt haben. Das ist, glaube ich, schon ein paar Jahre her. Aber die Mannschaft hat sich auch für den guten Auftritt irgendwo belohnt, gerade in der ersten Halbzeit. Und für uns ist das natürlich eine bombige Geschichte, jetzt nach der Pause ein 5:2 Heimsieg gegen Hoffenheim hier zu haben. Das ist, ja, besser geht's nicht. Hoffenheim bleibt jedoch nach dieser Niederlage weiterhin tief unten drin im Abstiegskampf, hat nun am kommenden Dienstag gegen Eintracht Stadt Allendorf die nächste Möglichkeit, die ersten Punkte nach dem Restart zu sammeln.